Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. So, ja, ich bin immer noch mit Nasty Häschen unterwegs. Und ich wollte meine Stimme in Ordnung bringen, bevor ich hier probiere, irgendwas aufzunehmen. Das ist ja fürchterlich, aber es hilft jetzt nichts, weil. Ist so. Ich wollte genau ins Lager der Outlaws und mal schauen, was ich jetzt noch vergeben kann, darf, muss, für die nächste Rüstung. Einmal Stärke vergeben und bin mir nicht sicher, Stärke brauche ich, glaube ich, 67 für die. Axt, um die aufgewertet tragen zu können und führen zu können. Aber ich befürchte fast, Stärke wird nicht das sein, was ich brauche, um die nächstdickere Rüstung anzuziehen, der 20.000 Taler kostet. Zeig mir Jetzt auch deine noch nicht Waren. habe, aber kann man ja verkaufen gehen. So, zeig ich mal Rüstung. Voll. Ja, Konstitution brauche ich 50. Das heißt, das geht mit diesem Level auch noch nicht. Weil Konstitution bringe ich jetzt hier maximal 49. So, ist aber gut so. Nahkampfschaden. Müsste ich jetzt auf 65 kommen. Nahkampf brauche ich. Geschicklichkeit auf 85. Keine Ahnung, wie ich das jemals schaffen sollen sollte. Speerwaffen brauche ich Konstitution 60. Stärke allgemein. Badestärke. Granaten. Resistenzen und Goldschmieden. Bergbauen, Feilschen. Was hätten wir? Warum habe ich da drei Lernpunkte? Schraubeninjektorkapazität. Könnte man eigentlich alles frei machen? Elegant gerollt. Voll auf die Rolle genommen. Bin ich schon ein paar Tage hier und kenne mich dann doch nur einigermaßen aus. Ich könnte jetzt hier nicht blind durch das Lager durchlaufen und sagen, ah, da ist der und der, da muss ich unbedingt jetzt hin. So, bring Bring mir mir du etwas was bei. bei. Genau. Na klar. Und zwar bringst du mir bei Auseinanderschrauben. Injektor und Kapazität. So, damit bin ich schon mit 6 Punkten in Outlaw ein ganz passabler Outlaw, glaube ich. Was brauche ich als nächstes eigentlich? Also, mechanische Waffen kann man nur einmal, aber entweder man kann es oder man kann es nicht. Unsere Stadt ist das Juwel der Wüste. Verlockend, gefährlich und immer für eine Überraschung gut. Ja. Dich hier zu finden, war dann doch durchaus überraschend. Also in Form eines Anführers für eine Klerikeroffensive.
So, dann. Nachdem wir jetzt hier einen Schlüsselpunkt erreicht hatten, dann doch mal in das Lager der Mitte. Sprich mal so der Reihe nach mit meinen Gefährten. Ein oder andere was Neues zu sagen hat. Na, nur einen Schluck trinken zwischendrin. So. Klappern wir die Jungs mal alle einen nach dem anderen ab. Du hast mir ein Neues zu erzählen, das ist okay. Wie ist die Lage? Viele Menschen sind in die Wälder von Edan geflüchtet. Denn auf der Verbindungsstraße zwischen der Wüste Tavar und Edan tummeln sich immer mehr Separatisten der Alps. Ja, ich habe sie gesehen. Aber sie patrouillieren dort lediglich und haben eher wenig Interesse am gemeinen Volk. Die Menschen fliehen vor ihnen, da sie immer noch Alps sind, auch wenn ihre Ziele sich vielleicht geändert haben mögen. Besser, wir halten uns im Hintergrund. Mhm. Nicht ganz uninteressant. Ihr erzählt mir auch nichts Neues. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ich beginne jetzt, leider Adlerauge, klarer zu sehen. Ach ja, er mit seiner Clara. Zu haben, kann gleichsam Fluch oder Segen sein. Man sagt, dass gute Taten auch immer Gutes hervorbringen. Doch gibt einem die Kraft der Wut und Aggressionen die nötige Stärke, um seine Ziele leichter erreichen zu können. Mit so einem langen Text habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber Falk, das ist sehr tiefgründig. Und Kaya, wie geht's dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ein Sturm zieht auf. Er liegt förmlich schon in der Luft und er kommt aus dem Norden. Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Obwohl ich sagen muss, dass es mich nicht überrascht. Die Outlaws scheinen für Kerle wie dich genau das Richtige zu sein. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Du trägst deine Waffen mit Stolz und folgst dem Ruf des Kriegers. Aller Ehrenwert. Nur weiter so. Aller Ehrenwert. Nicht ganz scheiße. Sei mal Nasty. Was ist denn endlich mal los? Heul nicht rum. Ich hab hier noch zu sprechen. Hier mit Eggert. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. Das ist aber nicht gut, dann tauen sie auf. Ja. Du bist nur ein Siedeleur. So, dann gucken wir doch mal, das hier so war beim Aufrüsten. Och, ich brauche nur 64, damit ich die tragen kann. Die wird aber nur eine stärker als das Schwert, das ich jetzt habe. Brauche ich die eigentlich auch nicht zwingend mit mir rumschleppen. Glaube ich. Turnbauen, also Fernkampfwaffen.
Spielen habe ich da das letzte Mal den gelben gefunden. Gelber Stein. Jetzt zwei. Für den großen gelben bräuchte ich noch viel mehr da davon. So, du Händler. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Du hast hoffentlich ganz viel Geld. Ja. Ja, genau, der Raketenwerfer. Den wollte ich auch noch schon. Weil der macht mehr Schaden als die Bazooka. Fernkampfwaffen, Raketenwerfer, wenn ich den aufrüste, dann kann ich ihn immer noch tragen. Raketenwerfer 1 und er macht dann 81 Schaden. Während meine Bazooka, also der Raketenwerfer macht 10 mehr Schaden als meine Bazooka. Und ich bräuchte dafür jetzt noch 5 Eisenerz. So, gut. Also wieder zum Händler. Zeig mir deine Ware. Natürlich. So. Dann verkaufe ich dir tatsächlich. Verkaufen. Die Bazooka. So. Den Schrotzhammerhut, den will ich dir einfach aus Teilgründen nicht geben. Die Ringe aus Prinzip. So. Drohnenkontrolle. Halt mal. Macht Welle, macht Stoß vor das Umschubsen. Macht Welle war rundrum. Körperschild macht Welle. Kaufen wir. Gecksicht verkaufen wir. Die Grüterlis verkaufen wir alle nicht. Wir müssen jetzt eigentlich massenweise Schrott und so weiter gesammelt haben, ja. Jetzt mal 200 verkaufen von. So. Was haben wir denn hier noch alles? Eigentlich kann ich den ganzen Flügelkram und so weiter. Nicht Hornplatten, Drüsen, Fangbeine, Fell, Flügel. So. Halt doch, die Drüsen brauchen wir. Die brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. So. Krallen, Zähne, Knochen. Das ist alles, was für die Berserker sollen die damit spielen. So, Becher, Bügel, Bohrzangen, Klopapier normales. Hatten.
für einen Granatwerfer? Granatwerfer habe ich nicht. Ich brauche Raketen. Schosse brauche ich auch nicht. So, dann fehlen mir im Prinzip nur noch 5000. Okay. Ach ja, jetzt muss ich noch einkaufen, nämlich 5 Eisenbrocken. Eine Suchfunktion wäre hier geil. Wenn ich sage, ich will Eisen kaufen, dass ich dann auch wirklich diese 5 Eisen schnell kaufen kann. So. Handel abschließen, ja. So, dann brauche ich das und das und genau, aufwerten auf aufwerten. So, Fernkampfwaffen kann ich nicht modifizieren. Und wenn ich den nochmal aufwerte, kann ich ihn vermutlich nicht mehr benutzen. Genau, dann brauche ich wesentlich mehr Geschicklichkeit dafür. So. Müssen wir den natürlich. Raketenwerfer. X-Slot 4. Die Bazooka haben wir ja noch im Hinterkopf, wie sie ausgeschaut hat. Und der Raketenwerfer sieht dem sehr ähnlich, macht aber 10 Schaden mehr. Okay, dann haben wir hier jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues. Du bist okay. Das weiß ich. Du hast eine sehr ungewohnte Stimme in Bezug auf deine Haarfarbe. Aber das soll mich nicht erschrecken. Hast aber schlecht geschlafen und blöd geträumt? Der Komfort, da werden die Haare mal weiß. So, und dann wurde mir gesagt, ich soll nochmal in die Kuppelstadt gehen. Und damit Leuten quatschen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tun soll, aber die haben gesagt, ja, könnt noch rein und bla und. Beeindruckendes Teil. Wenn es nicht im Boden verschraubt wäre, würde ich Anweisung geben, es nach Tavar zu bringen. Du willst die Kuppel stehlen? Nein, deine Mutter. Natürlich rede ich von der Kuppel, du Idiot. Irgendwie wäre das bestimmt machbar. Wenn du meinst. Reden wir jetzt hier nochmal die ich Runde rum? Nur die Outlaws versuchen hier keinen Plauschangriff. Ich meine Lauschangriff. Da ist ja der Wohltäter. Ich habe mal ein paar alte Freunde aufgesucht. Sie haben mir aufgetragen, dir auszurichten, dass wenn du dich spendabel zeigst, sie dir etwas überreichen, das dich nicht enttäuschen wird. Ich verspreche dir, die Anzahlung ist bei mir in guten Händen, also? Vertraue ihm jetzt mal, weil es ein Aus. Weil ich es bei Red nicht gemacht habe. Das Geld sehe ich nie wieder. Na gut. Yeah. Du bist ein kluger Kerl. Nein. Morgen wieder. Ich glaube, das war sehr dumm. Ja, man kann sich auch mal hinsetzen. Genau wie Riley? Nein, ich will nicht mit dir handeln. Ich verstehe noch nicht ganz, was ich hier soll.
Dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt darüber diskutieren. Das weiß ich auch nicht. Halt, mein Lieber. Ich habe dich schon gesucht. Du bist doch der Kerl, der die Antenne im Nordosten wieder ausgerichtet hat. Ja? Was willst du? Bei Kalan, warum bist du nicht schon vorher zu mir gekommen? Dir haben wir es zu verdanken, dass wir nicht mehr abgeschnitten von der Heimat sind. Und deine außerordentlichen Fähigkeiten sind erneut gefragt. Immerhin genießt du den Ruf, selbst in stark umkämpften Gebieten am Leben zu bleiben. Wenn du also etwas von deiner Zeit entbehren kannst, hätte ich eine Aufgabe für dich. Ja, ich habe gerade mal Zeit. Ich habe gerade Zeit. Erzähl mir von deiner Aufgabe. Nichts lieber als das, denn wenn es läuft, wie ich mir das vorstelle, wird die Kuppelstadt bald den Machtanspruch der Kleriker über diese Gegend festigen. Um in nächster Zeit hier ein Heer von Kampfmaschinen begrüßen zu dürfen, braucht der Hort Elex. Wir haben genug davon, uns fehlt nur jemand, der es ihnen bringt. Und da kommst du ins Spiel, denn du hast bereits deine Treue und Zielstrebigkeit für unsere Sache unter Beweis gestellt. Aua, aua. Elex zum Hort bringen will ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Es spielt den Klerikern in die Hände. Oh. Auf der anderen Gib mir das, Elex. Ich bringe es zum Hort. Nein, nein. Unsere Brüder haben schon auf der Hälfte des Weges Stellung bezogen. Du kannst deine Beine also schonen. Nimm diese Kiste und triff dich mit unserer Abordnung aus Ignadon. Such ihre Stellung in der Nähe einer zerstörten Brücke im Nordosten auf. Und nur, dass du es weißt, die Kiste ist gesichert. Aber was rede ich? Du hast uns mit der Antenne geholfen. Ich bin mir sicher, ich kann auf dich zählen. Gute Reise. Eine Kiste, Elex? Das reicht doch niemals aus. Natürlich nicht, aber es reicht, um mit der Produktion der Kampfmaschinen zu beginnen. Unsere Brüder weigern sich nämlich, ihre eigenen Reserven anzuzapfen. Dabei sollten sie sich solidarischer mit uns zeigen, denn neben den Alps schlagen wir uns auch noch mit den anderen Gruppierungen herum. Okay, ich habe eine Kiste, Elex. Friedenssicherung. Was kann ich jetzt damit alles machen? Sie da hinbringen. Bring ich sie halt mal dahin. Zudem soll ich morgen wieder zurückkommen. Da fliegt ein Blatt. Hinten ist irgendwo der andere Vogel. Schon wieder einen Geschmack im Mund, als hätte ich in einen Aschenbecher gebissen. Okay, dich interessiert das also nicht, dass ich Elex dabei habe. Dann schauen wir mal, ob das draußen jemanden interessiert. Dann noch jemand irgendwie nahe tritt. Oder ob das jetzt hier einfach durchgeht, dass ich da jetzt einfach hinspaziere und sage, ey, ich habe die Kiste Elex für euch, schickt mal eine Horde Kampfroboter. Das probieren wir einfach aus. Tja.
Huch. Ist aber schnell gesterbt. So, bist du, Rainer? Da drüben lassen wir in Ruhe. Ach, da drüben ist eher so Nastys Ding. Ein Blümchen. Also ich finde es immer wieder schön, wie man... Erbe. Wenn man hier einfach mal so ein bisschen spazieren gehen kann und dann ein paar Blümchen pflückt. Kein Wunder, dass sie damals alle ausgestorben sind. Wissen und Technik sind die Zukunft der Menschen. Sind ja nicht alle ausgestorben, du bist ja auch noch da. Und du hattest Eltern. Radio aus. Kerle aus dem Orbit. Also klappt. So. Was plündern hier alles? Okay. So, Hecken. 9 ist größer als 7. Ist größer als 6. Das ist kleiner als die 7. Ne, Moment, das ist größer als die 5 und die ist kleiner als die 7. So. 9 und 6 ist richtig. 5 und 7 kommen nicht vor. Geht doch. Also irgendwo wird hier bestimmt auch ein Zettel rumliegen. Beule. Ist hier noch ein bisschen was dazu verrät? Den ganzen Kleinkram hier aufsammeln bringt auf jeden Fall immer noch ein bisschen was. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ups, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich. Waffe wegstecken. Das hat jetzt vom Weiten so ein bisschen ausgeschaut wie ein kleiner roter Stein, war es aber nicht. Man kann halt nicht alles haben, was man gerne hätte. Brauche ich nicht rauf, habe ich gesehen von da drüben, da ist nichts. Ich glaube, das war's. Zumindest sehe ich nichts mehr.
Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Warum? Ah, Outlaws. Ah, da kommt ja unsere Lieferung. Warst vorher wohl noch scheißen, was? Das hat ja Ewigkeiten gedauert. Was ist hier passiert? Na, was glaubst du wohl? Du bist doch der Typ, der dafür gesorgt hat, dass wir den Funkkontakt der Kleriker abhören konnten. Also haben wir den Arschlöchern aufgelauert und sie aus dem Hinterhalt erschossen. Dann hieß es warten. Auf dich. Danke also, dass du uns das Elex bringst. Mhm. Der Weg hierhin war weit. Bezahl mich, dann reden wir. Bezahlen? Dich? Gib mir das Zeug und du kriegst die Splitter. Dazu kommen wir später. Also? Von mir aus. Hier, nimm das als Vorschuss. So, und jetzt lass jucken, Kumpel. Tja. Bitteschön. Hier hast du das, Elex. So ist's richtig. Ich hätte dich ungern als Dünger hier zurückgelassen, um an das Zeug zu kommen. Ah, wie ich sehe, haben die Kleriker die Kiste gut gesichert. Wissen sie denn nicht, dass wir die Spezialisten für Sprengsätze sind? Was für bemitleidenswerte Trottel das doch sind. Hier, mit den besten Grüßen aus dem Ödland. Friedensvertrag ist gescheitert. Tja. Was passiert jetzt mit dem Elex? Das bringen wir bald ins Vor und nutzen es für unseren Stoff. Mit der Menge können wir jedenfalls eine große Menge Stims produzieren. Wenn es auch noch einen hohen Reinheitsgrad aufweist, wovon ich bei dem Zeug ausgehe, dann werden das ein paar schöne Trips. Okay, warum nicht? Wow, kann man machen. Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen. So. Den drei Pappnasen hier. Kleiner weißer Stein, das ist schön. Und ein Tresor, der ist schon offen. So. Auf Säcke, das ist sehr gut. Und auf Matratzen auch noch. Das ist nicht ja richtig, das ist ja richtig luxuriös hier, dieser U-Bahn-Schacht. Da keine Ratten werden. Mal aufräumen. Ja, da drüben ist noch eine Ratte. Nun gut, dann gehen wir da jetzt noch mal rein, weil es hier draußen gerade regnet und stürmt und gar fürchterlich fürchterbares Wetter ist. So. Kann ich mich hier nicht hinsetzen? So, Leute. Der Part ist am Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir hier mal wieder so zwischendrin ein klein wenig gelevelt haben. Und ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.